Naja, ziemlich geiles Outfit, ne? Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem DuggyLP. Ja, und letzte Folge war ja noch die Frage im Raum, ob wir jetzt überhaupt weitermachen können, weil wir am letzten Kapitel angelangt waren und ja zuletzt dieses eine Nebenevent mit Bill und, ja, Penny gemacht haben und mit so ein paar anderen, die ich jetzt aber schon wieder vergessen habe. Es ging aber auf jeden Fall um Drachen und ich habe eine mega geile... Leute, guckt euch, also ich finde diese Rüstung unglaublich geil. Also wenn Ragpick jetzt noch gegen mich aufmuckt, dann weiß ich auch nicht weiter. Genau. Ja, wir gucken doch einfach mal gerade eben ganz gepflegt auf meine Aufgabenliste. Und wie ihr sehen könnt, der Daniel, ja, der war schon ein bisschen fleißig. Nämlich habe ich beide Lektionen hier schon soweit vorbereitet. Und als nächstes müssen wir Ben und Merula treffen. Im Wirtshaus Eberkopf. Ja, geil, Leute. Also endlich mal wieder Ziegen schnüffeln. Und wir haben auch hier bei der Quidditch-Aufgabe aktuell... Ja, also wir können zumindest weitermachen. Ich muss keine Testspiele machen, das wollte ich damit sagen. Und ja, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, womit beginnen wir die Folge? Und ich würde sagen, beginnen wir jetzt erstmal mit einer Lektion. Und zwar Flubberwurm zu Rösti. Makaber, Leute. Ich weiß nicht, was mich da jetzt erwartet. Aber ich ahne nichts Gutes. Puh, oh Leute, ich hatte gerade kurz ein bisschen Sorge, weil ich zuerst dachte, das wäre Unterricht für pflegemagischer Geschöpfe und dass Professor Kesselbrand gleich irgend so einen Flubberwurm auf einen Stock spießt und über dem Feuer röstet. Das wäre sehr makaber gewesen. Aber gut, wir haben mit Professor McGonagall Unterricht und die ist ja eigentlich, ja doch eigentlich ziemlich vernünftig und deswegen denke ich mal, sollte das nicht der Fall sein. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Los geht's. Flubberwurm zu Rösti, die Vorführung. Heute werden wir etwas wenig Ansprechendes in etwas Leckeres verwandeln. Wir verwandeln einen trägen Flubberwurm in einen leckeren Rösti. Ja, geil. Und was ist, wenn jetzt hier jemand kommt und den dann aufisst? Barnaby zum Beispiel? Halte ich für wahrscheinlich. Hey, aber ich würde den wahrscheinlich auch essen. Ich mag Rösti, Leute. Das ist einer der wenigen Kartoffelprodukte, die ich lecker finde. Genau. Freuen Sie sich nicht zu früh. Dabei geht es nur um die Übung und nicht um Snacks für Sie. Ah, damit hat sich die Frage schon direkt erledigt, Leute. Alles klar. Sehen Sie genau zu, wie aus dem lahmen Flubberwurm ein frischer Rösti wird. Wollen Sie uns hier gerade Röstis andrehen oder sollen wir hier Unterricht machen, Professor McGonagall? Ich bin ein bisschen überfragt, aber naja. Hey, Moment mal, wo ist Penny? Als ob wir jetzt hier so ein Dreierunterricht... Ja gut, ist ja eigentlich immer so... Was war das? Habt ihr das gesehen, Leute? Das ist ja ekelhaft. Der Rösti ist ja gar kein richtiger Rösti. Das ist ja ein Rösti mit Maden drin. Oder mit Flubberwürmern, aber das kommt fast aus selbe hinaus. Das ist ja ekelhaft. Guckt euch das mal an. Wer will denn so ein Rösti essen? Wollt ihr so ein Rösti essen, wo so Dinger drin sind, die aussehen wie Maden, nur 50 mal größer sind? Also ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch alleine. Konzentrieren Sie sich, sonst wird heute niemand von Ihnen Rösti essen. Ey, Sie haben vorhin gesagt, wir essen heute keine Rösti. Also essen wir sie doch, oder was? Wobei ich das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr will. Konzentrieren. Och Mann, ey Leute, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde das hier sehr seltsam, ehrlich gesagt. Hui! Aber immerhin haben wir das geschafft. Sehr gut, Daniel. Da kann man schon mal klatschen. Ja, und jetzt wieder Schwiegermutters Lieblingslächeln. Wir kennen es alle. Professor McGonagall hat das echt gut drauf. Und jetzt lächelt Daniel nochmal ganz gepflegt zurück, oder? Oder? Nein. Wow, warum nicht? Flubberwurm zu Rösti Vortrag. Ich werde Ihnen die Details dieser kniffligen Verwandlung erklären, sonst essen Sie am Ende Teile des Flubberwurms. Das will ich nicht. Okay, gut Leute, dann wollen wir mal zuhören. Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir jetzt hier zuhören. Und, ja, dann wollen wir das mal hinter uns bringen. Ich frage mich ja wirklich, warum wir diesen Unterricht überhaupt haben, weil... Was, Moment mal... Ein Daniel bekommt einen Geistesblitz. Minerva, Professor McGonagall, ja Daniel, wieso können wir denn einen Flubberwurm in einen Rösti verwandeln, wenn es normalerweise gar nicht möglich ist, Essen herbeizuzaubern? Wissen Sie? Wobei, ah nee, ich kann mir die Frage selber beantworten, Professor McGonagall. Okay, dann teilen Sie es bitte mit der Klasse, Daniel. Weil die Zutaten dafür am Start waren und deswegen musste man sie nur noch zusammenzaubern, so wie das Queenie im Fantastic Beasts 1 gemacht hat mit ihrem Apfelstrudel.
Ja, da, naja, haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe Fantastic Beasts noch nicht gesehen, Herr Granger. Na gut, na, dann halt später. Und jetzt werden wir sehen, ob Sie aufgepasst haben. Na gut, dann wollen wir mal, Leute. Welche Art von Verwandlungen finden wir in dieser Lektion? Beschwörung, Verwandlung, Tauschverwandlung. Verwandlung, würde ich sagen. Das ist hier der Verwandlungsunterricht, also... Das war jetzt nicht so schwer. Hervorragend, naja. So, nochmal Schwiegermutters Lieblingslächeln, aber da, ja, jetzt lächle ich natürlich zurück, Leute. Muss sein, muss sein. Oh, ein Tollbutt ist direkt hinter mir. Warum sitzt der nicht neben mir? Ach ja, wir mögen uns ja nur... doch, ich mag ihn, aber er mag... Ja, er mag mich auch, aber wir sind beide Einzelgänger, glaube ich. Gewicht und Abmessungen müssen genau stimmen, wenn Sie die Genauigkeit Ihrer Verwandlungen verbessern möchten. Möchte ich aber gar nicht. Ach so, muss ich wohl. Ja, dann beherzigen wir das nochmal ganz gepflegt. Ansehen. Und Daniel, pass mal ein bisschen auf, dass du das Mikrofon nicht so übersteuerst. Das ist sehr gut. Gut gemacht, Daniel. So, nachdenken. Und dann kriegen wir den dritten Stern. Und ich nehme dies... Tapferkeit. Tapferkeit kann der Daniel immer gebrauchen, vor allem, wenn es um Penny geht. Ne? Also, ich meine, ich bin schon sehr selbstbewusst, Leute, aber Penny ist schon ein hartes Stück. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, wobei sie mir schon auf die Wange geküsst hat. Das Herzchen habe ich bis heute noch, Leute. Genau, wie auch immer ein Herzchen durch einen Kuss entsteht, aber das ist wieder eine andere Frage. Wiegen Sie Ihre Gegenstände sorgfältig und notieren Sie sich das Ergebnis. Gegenstand abwiegen, ja, das mache ich doch gerne, Professor McGonagall. So, erstmal diese fette Made, Flubberwurm nehmen, würde ich sagen, Daniel. Ja, er muss sie natürlich auch korrekt greifen, das ist gar nicht mal so leicht. Da muss man nämlich die Finger, ne, ich habe euch das schon mehrfach in den Folgen gezeigt, aber guckt, er macht es richtig, es ist halt... Einfach wirklich eine übergroße Made, Leute. Ich habe damals geangelt und da hat man auch mit Maden geangelt. Und ich schwöre euch, Leute, das sieht aus wie eine Made. 1:1. Und das ist eklig. Also die kleinen Maden sind ja noch in Ordnung, aber diese riesen, also so eine riesengroße Made, was ist, wenn man auf die drauf tritt? Dann quillt ja alles. Okay, Leute, tut mir leid, wenn ihr wegen mir Herpes bekommt. bereiten Sie sich auf den Abschied von Ihrem armen, hilflosen Flubberwurm vor. Was? Was? Stirbt er jetzt? Das ist aber... jetzt bin ich aber doch ein bisschen... Hat die gerade ernsthaft Abschied gesagt? Das würde sie ja nicht sagen, wenn der Flubberwurm wiederkommen würde oder wir ihn nicht töten würden. Verabschied ist ja relativ endgültig. Professor McGonagall, ich bin ein Tierfreund. Ich will keinen Flubberwurm töten. Auch wenn sie langweilig sind und eklig und, ja, zu sonst auch nichts nutze. Sorgen Sie vor der Verwandlung dafür, dass Ihr Flubberwurm ruhig ist. Beruhigen Sie ihn. Ja klar, braver Flubberwurm. Du wirst jetzt nur in einen Rösti verwandelt und von uns zerspeist. Du stirbst gleich auf qualvollste Art und Weise. Aber entspann dich, das wird alles gut. Hier, ich kraule dich auch ein bisschen. Oh, er scheint... Bah! Das ist echt eklig, Leute. Guckt euch das Vieh an. Stellt mal vor, ihr macht irgendwie... Oder ihr geht irgendwie in den Keller oder so und dann sind da überall solche Viecher, die dann so rumhüpfen. Das... Gut gemacht. Es ist jetzt an der Zeit, Flubberwurm zu Rösti zu zaubern. Das war kein korrekt ausgesprochener deutscher Satz, Professor McGonagall. Wir sind hier ja auch nicht in Deutschland. Ach so, okay. Okay, gut, dann wollen wir mal, Leute. Also lachen. Also den Flubberwurm auslachen natürlich, weil er gleich auf qualvollste Art und Weise geröstet wird. So. Vorbereiten. Dann müssen wir nochmal zuhören. Und riechen natürlich. Klar, an Flubberwürmern riecht man, Leute. Das sollte jedem von euch einleuchtend sein. Und, noch mehr Tapferkeit. Oh, Penny, ich komme. Ich erscheine, also... Zaubern Sie jetzt Flubberwurm zu Rösti. Kein Problem. Was ist das? Das sieht aus wie die Unterschrift von Minerva McGonagall. So ein riesiges M und dann hier so zack. Ja, hervorragend, Leute. Und da haben wir einen riesigen Rösti mit Maden drin. Geil. Diesen Zauber werde ich mir auf jeden Fall auf meine Top 10 der besten Zaubersprüche für den Alltag schreiben. Und nein, diese Liste gibt es nicht wirklich. So, einsammeln. Ja, vielen Dank, Professor. Ey, warum zeigt der auf? Der Unterricht ist zu Ende. Zeigt der auf, weil er mehr Unterricht will? Streber. So, ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt direkt um eine andere Aufgabe. Logisch, ne, weil wir sind erst ein paar Minuten dabei. Habt ihr schon gedacht, ne? Ja, die Frage ist nur, welche Aufgabe? Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit der Hauptstory weiter und besuchen jetzt Ben und Merula im Eberkopf. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da passiert, Leute. Hallo, Freunde, habt ihr schon mein mega geiles neues Outfit gesehen?
Ja, Daniel, das hast du uns schon 3000 Mal ge... Nein, das kann gar nicht sein, weil ich den erst seit letzter Folge habe. Du Doofkopf. Hallo, Bilton Bims. Bei Zonko ist in letzter Zeit wie ausgestorben... Ist es in letzter Zeit wie ausgestorben? Ja, sorry, dass ich sie falsch vorgelesen habe, Bilton Bims. Das liegt eventuell an Corona, aber ich weiß auch nicht. Ja. Hallo, will hier noch jemand? Oh, wer ist das denn? Förderer. Ach so, ja, stimmt. Mit verstopfter Nase lässt sich der Geruch hier besser ertragen. Wieso sind Sie ein Förderer von so einem Laden, wenn Sie den Geruch des Ladens nicht leiden können? Also, ich verstehe unter einem Förderer jemand, der in diesen Laden investiert. Und warum investiert man in etwas, was man ekelhaft findet? Hallo, Aberforth. Was in deinem Butterbier ist Sägemehl? Nein, ich hatte noch kein Butterbier, aber jetzt will ich auch keins mehr. Hallo Leute, also hallo Merula. Worüber wolltest du mit uns reden, Ben? Mach's schnell, ich hab Dinge zu tun, wie zum Beispiel, verdammt, mir fällt so schnell nichts ein. Ich muss mir die Schnürsenkel neu binden, genau. Und warum mussten wir dafür hierher kommen? Eins nach dem anderen. Daniel, worum ging es, als Dumbledore dich sehen wollte? Was ist mit dem los? Will der jetzt hier Ansagen machen? Welches Mal meinst du? Ich werde ständig zu ihm eingeladen und kriege 100 Hauspunkte. Dumbledore wollte zweimal mit dir reden? Er hat bestimmt von unserer DA erfahren. Nein, beim ersten Mal hat... Oh Gott, nein, dann nein, 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 Leute. Nein. Beim ersten Mal hat Dumbledore nur über das Trauern gesprochen. Das war ein sehr trauriges erstes Mal, Daniel. Beim zweiten Mal hat er mich gebeten, Lancer Alves in Hogwarts herumzuführen. Die Austauschschülerin aus Castello Brook, so interessiert mich nicht. Ben, Contenance, sonst muss ich gleich... Also meine Faust zittert schon, ich sag's dir nur im Guten. Vielleicht sollte sie das aber. Granger hat ihr von der DA erzählt. Elenza hat schon Lunte gerochen. Ich musste es ihr erzählen. Dafür, dass unsere Organisation geheim ist, reden wir ziemlich oft darüber. Dumbledore wollte mit dir also nur über Elenza reden und einen Vortrag über das Trauern halten? Sonst nichts? Einen Vortrag über das Trauern? Ja, er hat mich in sein Büro gerufen, um mir zu sagen, dass ich meine Gefühle zulassen soll. Ich musste mir seinen Unsinn darüber anhören, dass ich mich nicht von meiner Wut verzehren lassen soll. Ja, er weiß, glaube ich, wovon er redet, weißt du? Er kannte da mal so einen Jungen. Tom Riddle hieß der. Ja. Es macht voll Sinn, dass er mit uns allen gesprochen hat, glaube ich. Natürlich. Schließlich sind wir diejenigen, die gesehen haben, wie Rowan gestorben ist. Ich kann nicht einmal in den Unterricht gehen, ohne dass mich die Leute komisch anschauen. Das war schon vor dem Tod von Rowan, so Ben. Ja, das war eigentlich schon so, seit du die Schule betreten hast. Zum allerersten Mal. Die Leute haben dich schon immer... Merula, High Five! Yeah. Oh Mann, manchmal mag ich Merula, Leute. Du wirst von Jahr zu Jahr merkwürdiger. Aber ich weiß, welche Blicke Ben meint. Ich werde auch immer wieder mitleidsvoll angeschaut. Gehen dir diese Blicke nicht auf die Nerven? Nein, ich weiß das Mitgefühl zu schätzen. Ja, ich möchte kein Mitleid. Nö, Mitleid möchte ich tatsächlich nicht, Leute. Ja, ich hasse es. Ich möchte nicht, dass mich irgendjemand bemitleidet. Genau, das machen sie nur, um sich selbst besser zu fühlen. Hört auf, euch zu beklagen. Rowan ist nicht aus heiterem Himmel losgedüst, um euch zu retten. Warum könnt ihr nicht aufhören, so zu tun, als wäre Rowan für euch gestorben? Hört auf, ihr beide. Rowan war wegen mir dort. Oh oh, habe ich jetzt zu viel verraten? Genau, das ist der Grund, aus dem ich euch hergerufen habe. Du hattest erwähnt, dass dir Rowan in jener Nacht gefolgt ist. Oh. Rowan ist Granger gefolgt? Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe es auch erst erfahren, als mir Charlie von einem Gespräch mit Rowan erzählt hat. Ja, ich wollte Ben davon erzählen, aber McGonagall hat mich unterbrochen, bevor ich dazu gekommen bin. Dann fang gefälligst an, es zu erklären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Meinung dazu haben werde.
Ja, das denke ich mir. Ja, wenn das jetzt 8 Stunden dauert, dann bewege ich mich wieder nach draußen und gehe Butterbier trinken. Woanders. Ja, hab Glück gehabt. Gut, dann wollen wir diese 1-Stunden-Aufgabe mal hinter uns bringen. Und, meint ihr, schafft das noch mit meinem... Nein, das schaffe ich auf keinen... Seit wann habe ich 47 Energiepunkte als Grenze? Ich habe lange nicht mehr gespielt, Leute. Habe ich euch das schon gesagt? Weil, naja, ich musste halt warten, bis wieder ein neues Kapitel freigeschaltet wurde. So, nochmal ein schönes, großes Energiepaket. So, gönnen, zack, bums. Und weiter geht's im Text, natürlich. So, realisiere nochmal, was Ben für ein Idiot ist. Verstehen, was Ben für ein Idiot ist. Wundern, was Ben für ein Idiot ist. Zuhören, was Ben für ein Idiot ist. Bestätigen, dass Ben ein Idiot ist. Realisieren, dass Ben ein Idiot ist. Verstehen, dass Ben ein Idiot ist. Und wir haben es geschafft, Leute. Yay. Hallo? Spiel? Kannst du mich bitte erlösen vor dieser Runde? Dankeschön. Oh, voll nett. So, nochmal ein bisschen Geld. Ansonsten wäre ich auch gar nicht erst erschienen. Rowan hat also von... erfahren und ist uns gefolgt, um dich zu beschützen? Ja, Charlie meinte, dass Rowan Abstand gehalten hat, weil er wusste, dass ich ihn nicht hineinziehen wollte, um ihn zu beschützen. Dann ist es jetzt also klar, Rowans Tod ist deine Schuld. Sag mal, gerne, voll gerne, freue ich mich. Sag so etwas nicht. Es ist nicht die Schuld von Daniel, dass Rowan getötet wurde. Ja doch, irgendwie schon, ne? Also ich denke schon, dass ich schuld bin. Ich bin schuld. Ich bin schuld, Leute. Ben hat recht. Ragpick ist ja an... Nein, noch kommt... Och, Mann. Einmal bin ich jetzt nicht mit dem... Normalerweise sind Daniel Granger und hier ich im Real Life einer Meinung, aber... Gut, das ist jetzt nicht der Fall. Ragpick ist verantwortlich. Damit meine ich, dass ich immer noch verantwortlich... Dass ich immer noch verantwortlich bin. Wieso haben sie... Nicht, dass ich groß dick geschrieben, meine ich. Naja, egal. Wenn ich uns besser vor Ragpick geschützt hätte, wäre Rowans Eingreifen nicht nötig gewesen. Na gut, dann seid ihr eben beide schuld. Mir egal. Daniel, ich habe überall nach dir gesucht. Warum? Was ist los? Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Komm mit mir zum Bahnhof Hogsmeade. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was der Kerl von mir möchte und warum ich zum Bahnhof soll. Charlies Überraschungen an... Überraschung, ich habe gerade Plural gelesen. Ich war schon kurz gehypt, Leute. Deine Überraschung ist bereit, komm schnell zum Bahnhof Hogsmeade. Okay. Ja, ist die Frage, machen wir dann wahrscheinlich nächste Folge, Leute. Weil sonst werden die Folgen wieder zu lange und ich weiß nicht genau, wie viele Kapitel bereits freigeschaltet wurden. Ihr seht ja hier, wir haben 5 Gesamtaufgaben. Und ich würde es gerne so hinkriegen, dass die Folgen in Zukunft immer so, ja, roundabout 20 Minuten lang werden. Das wäre mir persönlich lieber, als ein Ersatzformat zu finden oder irgendwie, ja, keine Ahnung, die Folgen mit irgendwas zu strecken, was eigentlich langweilig ist. Deswegen lieber etwas kürzere Folgen und dafür, ja, in gleichbleibenden Rhythmus. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Ich habe euch, glaube ich, auch schon letzte Woche und letzte Folge gefragt. Ja, wie habe ich schon erwähnt, dass diese Folge sehr, ja, nicht vorproduziert wurde, aber die letzte Folge wurde sehr weit vorproduziert. Also, ja, gut. Daniel, hör auf zu reden, da kommt eh nur Schwachsinn raus. Manfred, möchtest du den Leuten noch was sagen? Gut, das hätten wir. Ja, Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und auch gerne ein Abo auf meinem Logo. Nächste Folge erfahren wir dann, welche Überraschung uns blüht. Und ich bin auch schon sehr gespannt und lade euch wieder ganz herzlich dazu ein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tüdelü mit Ü. Warum sage ich das jedes Mal? Ich verstehe das. Also, total seltsam.